Hallo und herzlich willkommen zu The New Fallout 93. Hier ist Steven mit Let's Play Dinosaur 7 Part 73, glaube ich. So, ja. Und wie wir gerade gesehen haben, wurde hier Hui getötet von unserem lieben Bogenschützen Jiang Wei, was auch immer. Das ist auch egal. Jetzt rächen wir uns mit Deng Ai. Ja. Muss nur mal ankommen, sage ich nur so mal. Aus Prinzip. Hallo! Wie ist eigentlich dein zweiter Musu? Oh, hey! Ich habe ihm den Arm gebrochen. Das mache ich bei der Tussi. Nee, falsche! Och, Menno. Ich will das Tussi nicht. Nein, weiter geht. Lauf, tu mal. Ah. Jetzt breche ich ihr den Arm. Ey. Oh Mann, brech ich dir jetzt halt was anderes. Ich bohr dich tot. Die Attacke finde ich echt putzig. Ich mag das, wenn man Leuten den Arm brechen kann. Darum fand ich auch Wrestling damals sehr geil. Naja gut, okay, sie haben sich nicht den Arm gebrochen, aber beim Spiel sah das immer so aus. Kannst du jetzt das dämliche Tor aufmachen und aufhören zu quatschen? Hallo, lass mich rein. Dankeschön. Au! Frech! Nicht mit mir! Oh, ihr seid so nervig. Ihr seid so nervig. Da laufen die da hinter mir rum. Poltergeister, ey. So, Schluss aus. Oh, lecker. Nom, 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 nom. Cheng Zi. Ich will jemanden den Arm brechen. Komm her. Irgendwie. Ja, ich bin richtig. Komm schon. Ah, ich hab da so Spaß dran. Ja, nochmal. Oh, 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 oh. Au. Ruhig bleiben, Alter. Bleib doch mal ruhig. Oh. Aber das ist ein Schatz, was habe ich immer Spaß. So. Oh, oh, warum greifen jetzt so viele auf einmal an da oben? Ich glaube, da muss ich gleich mal helfen, wenn ich hier das kaputt gemacht habe. Pferdchen! Pferdchen! Oh, Pferdchen! Reite ich nämlich mal eben schnell hinterher, bevor wir hier gleich verkacken. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Oh, ja, klar, komme ich nicht durch. Oh, das kann man echt noch verbessern. Ich hoffe, das ist bei Orochi 3 nicht so ätzend, dass man bei den Sachen immer überall vorhängt. Muss ja nicht. Kann ja mal, aber muss ja nicht. Nee, da wollte ich gar nicht lang. Ja, da ist schon richtig. Oh, jetzt sind aber ein paar mehr in der Burg. Halt durch! Wer auch immer da oben haust. Ich komme und rette dich. Mit dramatischer Musik, wie immer. Naja, wir haben ja Zeit. Geht ja hier nur um Leben und Tod. So, habe ich ein bisschen geholfen. Ja, ja, Level of Brilliance. Oh! Da ist so ein Moloch-Vieh oder wie auch immer man das nennt. Ein paar mehr, um genau zu sein. Leucht den Arm brechen. Hey, nicht mit mir. Irgendwen werde ich jetzt den Arm brechen, oder auch nicht. Doch mal, das hat ja irgendwie gar nicht funktioniert. Ja, hallo, was ist denn das? Wenn mich das Ding hier mal wegschiebt. Mann, Leutnant, hier! Seine Leute nicht unter den Krippen, das wird der falsch. Ach, das macht Spaß. Bam! Das könnte ich echt den ganzen Tag machen. Oh, die anderen haben sich zurückgezogen? Naja. So, Lady, ich hab dir gerade dein Leben gerettet, was kriege ich denn jetzt dafür? Zwinker, zwinker, kneif, kneif, Auge, juppie, hey!
Ja. Ich glaube, so würde Deng eigentlich reden, aber was soll's. Wir reiten. Hadriararalala, ist das Leben nicht wunderbar? Ja, ne? Die ganzen Trümmer hier. So. Dann bin ich auch immer noch nicht da. Es könnte noch ein wenig dauern. Ganz bisschen. Ja, ja, der Reiterhof. Barbys Reiterhof Nummer 7, auch in Dynasty Warriors 7 eingepackt. Über Hürden springen, lästige Zuschauer verkloppen, all das und noch viel mehr im nächsten Barbys Reiterhof. Oder war das Barbys Ponyhof? Irgendwas ist ja auch egal. Irgendwas war mit Barbie. Scheiße. Oh, ein Feuerangriff. Ich brenne gerade ab. So, ja, es ist nur meine Hälfte Leben weg, aber... Boyoka. Nicht, wenn ich hier wieder jemanden den Arm brechen kann. Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum ist er denn jetzt schon so aggro? Hast du dir? So. Oh, hier das Teil, ne? Das muss ich echt kaputt machen. Hässliche Balliste. Sind doch hier nicht bei Stronghold Crusader. Kennt jemand noch Stronghold Crusader? Das war toll. Ich stehe einfach nur da zu. Hi, Dong Zhu. Ja, yippie yay. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Na, wer will was von mir? Ach, Guan Su ist hier irgendwo. Hey, Guan, was geht ab? Ich hab was für dich. Och, doch nicht. Ich hab mir den Bauch geboxt. Das wollte ich jetzt gar nicht. Guan, komm mal her. Yeah, geil. Oh, er hat's noch überlebt. Er hat ja noch einen anderen Arm. Ich habe keine Muso mehr, leider. So, aufgespießt. Läuft doch. Yay, gewonnen. Yippie. So, dann bitte. Zwischensequenz, Erzähler, ne, irgendwas. Longway's tenacity led him to success in slaying Guo Huai. But was ineffective against Deng Ai. Having defeated Wu and Shu, Sima Shi then turned his gaze toward domestic matters. He began to build his own military strength within Wei. Against him stood those that remained loyal to the Wei name. With him stood a new faction of those who supported his rule. The antagonism between them was almost palpable and worsened by the day. Around that time, Sima Zhao heard rumors of a plot to assassinate his brother. He hurriedly made his way to the court to warn his brother. There, he saw something shocking. He saw Sima Shi taking a leisurely stroll all by himself, completely unconcerned. Sima Shao, der Angriff auf Sima Shi. Oh, da bin ich jetzt ja mal gespannt. Brother! There are rumblings of discontent afoot. You should not walk alone. But you won't bother to stop me. If they want to attack me, so be it. Right now, I am the only man fit to rule this land. But if there is one who can defeat me, I will gladly hand over the reins.
the balance. If he is killed, when will the rules elect? If not, he will destroy Wei and rule himself. And yet he is so calm. He frightens me. Right. Time to continue with my walk. Ja, mit dem Spaziergang machen wir aber gleich weiter im nächsten Part. Warum auch nicht? Ich sage dann, ab hier macht es gut, macht auch mal einen Spaziergang, geht mal nach draußen. Aber vorher bewertet ihr vielleicht das Video nochmal, wenn es euch gefallen hat, und schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!